Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe FIFA 18 Karriere. Wir werden hier mit Lincoln City auswärts bei Wolfsburg die Qualifikation spielen. Und werden wir werden ein bisschen auf Routine setzen. Wobei, na, die Schnelligkeit brauche ich eigentlich von dir. Wir werden das so machen. Wir werden Murg starten lassen. Der ja auch für Furore gesorgt hat. Ab der zweiten Hälfte der ersten Saison. Das mache ich nicht, weil in Dribbeln bin ich scheiße, das weiß ich jetzt schon. Oh, 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 scheiße. So, Euroleague. Gegen die Stars der Wolfsburger geht es jetzt auswärts. Es geht auch darum, eine gute Ausgangssituation zu erreichen. Oh, was war das? Sowas darf nicht passieren. Und die Wolfsburger zeigen mal, wo der Bartel den Most herholt. Oh. So, und da ist jetzt keiner hinten. Schön gemacht. Und der Ball war zu weit für Juan Cohen. Ja, aber man sieht, dass sie durchaus nach vorne spielen können. Was natürlich wichtig wäre, wäre hier ein Tor zu erzielen, um eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu haben. Oh. Oh, der passt mir nicht gut. Hier geklärt. Und Long hat jetzt hier viel Platz. Was macht er daraus? Da scheint sich ein Wolfsburger verletzt zu haben bei einem Zweikampf. Lukas Vazquez, der hat schon mal angeschrieben mit diesem Schuss.
Ja, natürlich ist es hier auch wieder eine David gegen Goliath-Situation. Ein Drittligist in der Europa League. Ah, Berisha konnte sich hier nicht durchsetzen. Das war zu überhastet, der Pass nach vor. Murk. Da wird der Raum eng gemacht. Und das war abseits. Von beiden Spielern. Wie gesagt, bis jetzt gut verteidigt. Vielleicht jetzt Berisha. Kann den Ball noch mitnehmen. Oh. Was für eine Chance hat sich aufgenommen. Gut noch den Ball zurückgekämpft, zurückerobert und dann so ein schwacher Abschluss. So, wieder in den freien Raum. Oh, Murk legt sich den Ball zu weit nach vor. Ja, Mario Gomez, von dem ist derweil noch nichts zu sehen gewesen. Oh, gut ausgespielt. Ja, das Klein-Klein, vielleicht sollte man mal aus der zweiten Reihe abziehen. So wie Murk. Ah, Entschuldigung, McGuire Drew. Hat hier den Ball schön Volley genommen. Ja, Einwurf für Wolfsburg. Da liegt schon wieder ein Wolfsburger am Boden. Ja, erste Halbzeit hat man sich hier gut verkauft, hat kaum was zugelassen. Hat eher selber das Match versucht in die Hand zu nehmen. Da schauen wir uns jetzt die Spielinfo an. Schüsse hat man mehr abgegeben, aufs Tor auch mehr, Ballbesitz mehr. Also Wolfsburg verkauft sich nicht sonderlich gut bis jetzt. Ich wollte jetzt eigentlich auch schauen. Zwei Verletzte derweil.
Zwei Verletzte. So, man wartet noch ein bisschen mit der Auswechslung. Das war jetzt gefährlich. Könnte Mario Gomez gewesen sein. Das war jetzt gefährlich. Ja, man darf sie jetzt nicht so kommen lassen. So, erster Wechsel bei den Wolfsburger. Und Einwurf Wolfsburg. Gomez. So, jetzt ist es an der Zeit. Zeit für Veränderungen. Doppelwechsel bei Linking City. Bei der nächsten Möglichkeit. Oh. Berisha! Das war auch gleichzeitig seine letzte Aktion. Der Joker Church kommt ins Spiel, sowie auch Obraniak, Lovrencic und Berisha eben werden hier gehen. Boah! Obraniak! Führt sich immer gleich wunderbar ein mit diesem Schuss. Oh. Murk wurde hier abgedrängt, aber alles legal.
Schöne Pass auf McGuire zu. Oh. Obraniak. Nein! Murk hatte es am Fuß. Murk hatte es am Fuß. Oh mein Gott. So, Ginelli wird jetzt sein Glück probieren statt McGuire Drew. Da passt Marisic auf. Den haben sie vernachlässigt jetzt. Oh mein Gott. Jetzt in der Schlussphase bettelt man regelrecht um das Tor und man bekommt es auch noch. 87. Minute geht Wolfsburg daheim 1:0 in Führung. Lukas. Ja, am Schluss haben sie nicht sicher gewirkt. Auch ein bisschen Glück hier bei dem Tor. Lukas Vázquez. Alter, das war sehr brutal jetzt gestoßen. Da ist, glaube ich, Hornbowl noch hineingerutscht. Ja. So, vielleicht geht sich noch ein Angriff aus. Nein, das ging zu langsam. Ja, man verliert hier aus, wäre es 1:0 gegen Wolfsburg, aber verstecken muss man sich hier nicht. Wie die Zusammenfassung beweisen wird, da startet Wolfsburg noch gut. Ja, die erste Anfangszeit gehörte den Wolfsburgern. Berisha vergab hier. Aber es gab auch durchwegs Chancen für Lincoln City. Und Gomez sah man wenig eigentlich. Das war vielleicht eine der besten Chancen von Berisha noch. Und auch die war nicht schlecht von Obraniak.
Da war auch Pech dabei, dass der Torwart so gut noch parieren konnte. Boah, Alter, bist du deppert. Der Schädel ist ab normalerweise. Ja. Und hier zeichnet sich die Wolfsburger Schlussoffensive ab. Mit ein bisschen einem glücklichen Kopfballtor den 1:0 Sieg durch Lukas Vázquez brachte, der der auffälligste war. Ja, Wolfsburg gewinnt daheim gegen Lincoln City 1:0. Wie es ausgeht, das Rückspiel sehen wir dann in quasi 2 Wochen. Ich bin der Fangamer, macht's das gut, bis dann und ciao.